Damit recht herzlich willkommen zurück bei Black Morrow. Das letzte Mal waren wir in James' Zelle eingesperrt, sind wieder rausgekommen, haben hier kleine Probleme gehabt mit James beim Leuchtturm, haben ihm aber irgendwie freundlich gestimmt mit diesem kleinen Schmuckkästchen, der Modell, die da drin war. Ja, und nun können wir ihn ein bisschen befragen. James, ich weiß, dass du früher im Schloss gelebt hast. Warum ließ William dich in Ashbury einweisen? Es war nicht William. Es war Robert, der mich an diesem furchtbaren Ort hat aufwachsen lassen. Er hat mich gegen Williams Willen hingebracht. Er hat ihm gesagt, dass ich es dort besser hätte. Dass ich nur ein paar Wochen dort verbringen würde. Dass es mir helfen würde. Aber du bist nie zurückgekehrt. Er redete William ein, mein Zustand würde sich verschlechtern. Und dass er mich für ein oder zwei weitere Monate behandeln müsse. William glaubte seine Lügen und ließ mich in Roberts Obhut. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum er mir das antat. Wie konnte er das nur zulassen? Dann hat ihn Robert also die ganze Zeit belogen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst heimkehren können. Aber jetzt hat sich alles verändert. Ich bin hier und niemand, nicht einmal Robert, wird mich zurückbringen. Ich hasse diesen Bastard. Oh, hassen ist ein... Robert ist vor zwei Tagen nach Ashbury aufgebrochen. Er sagte, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit hinfahren. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Weder im Schloss noch im Sanatorium. Gut. Vielleicht hat er endlich das bekommen, was er verdient hat. Vielleicht hat ihn jemand wegen seiner vielen Gräueltaten umgebracht. Ich jedenfalls werde ihn nicht vermissen. Gräueltaten? All die geheimen Experimente an seinen Patienten. Er ist von der Idee besessen, eines Tages eine große Entdeckung zu machen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Er ist es, der wahnsinnig ist. Was hat er eigentlich gemacht? Er hat uns alle möglichen Mittel gespritzt. Einige sind daran gestorben. Die Insassen des Sanatoriums sind für ihn nur Versuchskaninchen. Warum ist das nie rausgekommen? Er macht, was er will. Niemand hat je davon erfahren. Turman. Als ich ihm sagte, dass ich nach Hause will, gab er mir eine Spritze. Danach wusste ich zwei Tage lang nicht, wer ich bin und wo ich war. Er weiß ganz genau, dass ich ihn verraten und damit alles verderben könnte. Ich wollte keine zweite Spritze mit dem Zeug bekommen, also lief ich weg. Ich möchte, dass du dir das hier ansiehst. Vorsichtig. Ich weiß, dass William dir vor langer Zeit etwas Ähnliches zur Aufbewahrung gegeben hat. Ich möchte es gerne zurückbekommen. Er hat es mir geschenkt, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. William hat gesagt, ich solle es sorgfältig aufbewahren und niemandem davon erzählen. Und er hat es sehr ernst gemeint. Und wo ist es jetzt? Hast du es bei dir? Nein, man hätte es gefunden und mir weggenommen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Genau vor ihren Nasen. Keiner würde auf die Idee kommen, es dort zu suchen. Wo? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. William ist tot und ich muss dieses Ding finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um an die anderen zu kommen. Anderen beiden. Na gut, ich werde es dir sagen. Es ist in der alten Kanalisation unter dem Schloss. Aber da ist keine Kanalisation. Meinst du den Keller? Doch, es gibt sie. Unterhalb des Kellers. Man gelangt über ein Abwasserrohr dorthin. Und da finde ich es? Ja. Ich muss jetzt gehen, James. Okay, ich versteck mich wieder. Tja, der Robert, der hat schon doch faustdick in den Ohren. Wenn man sich mit ihm verwandt, könnte man schon recht böse werden. Unterhalb... Okay, wir werden also... Direkt nehme ich an, jetzt... Ja, nach Black Mirror wieder. So, wir wissen zumindest wo. Nämlich Esszimmer. Küche. Oh, es fertig mit dem Braten. In dem einen Schlüssel. Wir speichern. Ja, sag mal so, um irgendeine Kanalisation muss es ja geben, so ein Abwassersystem. So.
Also werden wir mal in die Kanalisation ebenfalls gehen. Wenn es sich so ergeben hat. Aber hatten wir schon mal was entdeckt? Wie war denn das? Ach ja, Kanalschacht. Moment. Es riecht unangenehm. Es riecht. Okay, das ist definitiv der Eingang. Sei mit Haken, okay. Das könnte sich. Also. Ich binde das Seil an den Haken. Dann das hier ran. Ach ne, da muss noch ein Gewicht dran, ne? Finden wir noch einen Stein oder sowas? Sodass wir. Ach ne, das Wasser hier. Mist. Das scheint zu funktionieren. Ah, okay, Moment. Hey, ich hab mir gedacht. Schleimmaschine, die dreht sich. Wir tun das Seil da dran, es dreht sich. Und damit tun wir es hier dran und dann drehen wir das auf. Aber nicht selber das aufmachen. Achso, mehrere Kanalschächte. Ich sehe nichts da drin. Es riecht Die Frage ist ja, welchen er aufmachen will. Oder ob es einen hinten gibt. Ja, den zum Beispiel. Ach, hier. Guck mal. Ah, ja. Das macht's. Das ergibt Sinn. Nicht? Ich meine, es dreht sich schon. Diese rotatorische Bewegung kann man doch gut mit Trans. Rotatorische Übung. Nö, nicht. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Ich hab gedacht, man kann es festbinden. Ah. Ein Kanal. Okay, ist doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Also. Wir haben Maschinen, die sich drehen. Aber was können wir denn noch daran binden? Irgendwas ans andere Ende, würde ich fast behaupten. Oder mit Gewicht fallen. Das wäre ganz gut. Sagt aber nur Kanalschacht. Nicht bei dem anderen sagt er was anderes. Ich sehe nicht. Du siehst nichts drin, da kannst du mal ein Feuerzeug reintun. Nö. Du musst mit Säure aufätzen. Nee. Und hier hinten. Ach, kann ich sie anschalten? Das scheint zu funktionieren. Das scheint zu. Was möchtest du? Liebster Samuel. Ich hatte gesagt, eine Gewicht um runterwerfen und dann zieht das Seil das auf. Okay, wir sollten wahrscheinlich eher eine Maschine anwerfen damit. Kanalisation. Oder brauchen wir das nur, das Seil, um es irgendwo runterzulassen jetzt? Unterhalb des Kerls, wo kommen wir denn sonst noch dahin? Schweine. Ist da noch was? Irgendwo ein Eingang gewesen? Moment, kommen wir aus dem Schloss wieder raus? Das wäre nur Interesse halber. Es hat keinen Sinn. Nein, wir dürfen nicht in den Garten. Die Frage ist, ob der. Alles, was wir brauchen, irgendwo hier ist. Was sagst du zum Seil? Nichts, das ist ja wundervoll. Ah. Schleifmaschine nicht, da nicht. Hier hinten, das ist nichts, das ist Blödsinn. Wie ist mein kleines auf Blitzen? Ja, ganz cool. Er sagt nichts dazu irgendwie. So wie. Es riecht unangenehm. Ein Kanal. Ich versuch's nicht mal aufzuziehen. Tja, ich glaube, wir müssen erst mit Bates reden. Ich habe das Gefühl, wir müssen mit unserem Butler mal
ein ernstes Wörtchen für. Wo ist denn der jetzt wieder? Ist der wahrscheinlich hinten beim Kamin. Ich ihn jetzt mal vermuten. Versuchen wir mal den Weg zu ihm zurückzulegen. Oder er ist im Gemeinschaftsraum. Nope. Ach ja, der James auch trotzdem, also einen erstmal so umbringen wollen. Er will nicht mehr zu den Leuten zurück. Das ist echt so. Die Aussage kann man echt falsch verstehen. Weil welche Leute? Die Wärter oder die Gefangenen? Also Gefangenen in Anführungsstrichen. Die Leute, um die sich gesorgt wird. So rum vielleicht. Ich habe übrigens gesehen, irgendwie die Qualität ist seltsam. Ich nehme hier, weil ich spiele selber 800x600 ist, nehme ich es auch darin auf. Finde ich irgendwie passend. Aber irgendwie nimmt es trotzdem am Ende. Habe ich nur 480er Auflösung, die rauskommt. Das kann ich gerade nicht sagen, woran das genau liegt. Welches Rädchen im Zähnchen oder Zähnchen im Rädchen Problem macht. Wo sind Bates? Bates? Baby Bates. Ich möchte Victor. Ich rede spät. Habt ihr Bates gesehen? Bin ich gerade blöd? Das ist nicht außerhalb. Ich meine, ist der außerhalb. Oder ist es jetzt gerade Nacht? Geisterstunde. Raus. Wo ist Bates? Mensch, wie steht's? Bates. Brauchst du auch nicht. Gemeinschaftsraum. Pipo. Das ist nirgendwo. Okay. Das ist so neu. Sagst du noch was zu dem Bild, mal was Neues? Oder bist du bei jedem Besuch so begeistert und fasziniert davon? Okay, fasziniert. Alles klar. Sei es, ich darf nicht mehr raus. Also ist alles, spielt sich noch drin ab. Na gut, ist auch scheiß Wetter draußen. Wer hätte da gerade in dem Moment Lust rauszugehen? Ja, wir müssen runter. So, naja, mal wieder absuchen die Wände. Wird wieder irgendwas Kleines sein, denke ich mal, was ich übersehe. Da ist die Tür. Das sind mehrere Kanalschächte. Man kann jetzt nicht sagen, der oder der. Wir haben drei Eingänge. Einen von der Optik her würde ich sagen, nehmen wir den für der dritte. Hinten im extra Raum genommen. Aber warum haben wir die Schleifmaschine noch? Was soll denn geschliffen werden? Sagt noch was? Das scheint zu funken. Das scheint zu. Okay. Wir können schleifen. Zum Messer? Nein. Palantir? Das Ding auch nicht. Wir können es mal festmachen. Ich kann keinen Rechtsklick. Ja, ich weiß Rechtsklick. Ich vergesse es nicht mehr so schnell. Ha. Dürfen wir nochmal reisen? Dürfen wir, aber die Auswahl ist beschränkt. Das heißt, wir haben alles. Kann nichts auswählen. Oh. Auch nicht die Säure. Na gut, wird das Grundwasser verätzen. Aus Abwasser. Kommt drauf an. Hä? Also, warum? Willst du das mal runtergucken? Ist Münze reinwerfen? Ah, okay, tiefe Spur. Damit testen. Okay, das ist alles der Trick. Die Münze ist ins Wasser gefallen. Okay. Von hier aus komme ich nicht nach unten.
Na, zum Glück hat er 10.000 Münzen mit. Stell dir mal vor, er hätte Scheine mit. Das wäre ja... Sie enthält einige Münzen. Das ist ein Grauen. Kann sich mal 3 oder so eine Handvoll Münzen haben. Extra. Okay, wir messen damit erstmal nur. Nichts. Kein Wasser. Okay. Ach, und das geht jetzt einfach. James hat nicht gelogen. Das geheime unterirdische Gangsystem existiert. Die Luft hier ist sehr stickig. Hä? Geheim? Unterirdisch? Leute, das ist eine einfache Treppe mit verbunden dort oben. Und da kann jeder, der will. Ist das Einzige gerade, der da irgendwie ein bisschen irritiert ist? Okay. Zahnrad kann man auch gebrauchen. Dürfen wir nach rechts gehen? Der Mechanismus? Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Er scheint... Achso, fehlt noch zwei Zahnrad, okay. So, na gut. Haben wir das geheime, niemals entdeckte System entdeckt. Wenn die irgendwann mal ein Wasserproblem haben, wäre es doch spätestens aufgefallen. Ich hatte schon mal Diskussionen hier geführt. Okay, was gibt's hier am Brunnen? Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut sein? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen holen, wenn das Schloss belagert war. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Es ist zu brackig. War nicht so ein ähnlicher Brunnen auch im Sanatorium gewesen? Da ist kein Tropfen Wasser drin. Okay, das wird noch andersweitig wichtig. Nehme ich an. Na gut, gehen wir weiter hin. Die Luft hier ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten keine frische Luft. Mhm. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Dann nehmen Sie mit. Super, da steht die ganze Zeit das Abwasser. Und es ist nichts damit. Okay. Wahrscheinlich fließt dort das Wasser raus, wenn es überläuft. Ja, man will ja nie in die Abwasserkanäle gucken, wo das alles landet. Man ist nur froh, dass man das schöne, saubere Bad hat, wo man nur das leckere, schöne Wasser bekommt. So, hier ist eine Öffnung. Irgendeine Öffnung? Vielleicht fehlt hier etwas. Irgendeine Öffnung? Können wir vielleicht mal die Öffnung genauer sehen? Okay. So, dann kommen wir hier irgendwie... Sieht. Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht völlig unter Wasser. Aber das... Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Überall Öffnung hier. Das ist schön. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Und hier geht's. Ach, guck mal. Ein Teil einer Maschine. Es gibt so viele Algen im Wasser. Das Zahnrad ist nicht gesunken. Wie bekomme ich es da raus? Na, mit der Stange vielleicht? Ach nee, Angel. Ach, Moment. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Deswegen machen wir eine Angel draus. Es. Das geht nicht. Okay, das ist noch nicht ganz wahrheitsletzter Schluss, aber wir müssen damit das Zahnrad angeln. Okay. Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Es lässt... Die Stange festnehmen. Ein bisschen Ruhegewalt. Wenn es so ewig ist und hier die Luft doch ein bisschen anders ist, ein bisschen feuchter, müsste das doch irgendwann kaputt gehen. Okay.
Ach so, Moment, Säure? Ja, genau. Die muss ja irgendwann nochmal eingesetzt werden. Die Säure von Richard hat das Vorhängeschloss aufgelöst, als wäre es aus Papier. Das Grinsen hier oben. Vor allem ist schon krass, oder? Ich meine, wenn man so Figuren nach außen repräsentieren lässt, ist es ja das eine, aber in einem Kanalisationssystem, wo nur Wasser rein und raus fließt, solchen Prunk trotz allem zu haben. Das Rad ist blockiert. Ist das erst das Wasser? Moment. Müssen wahrscheinlich die Treppe runter, richtig? Das heißt, das Wasser muss abgelassen werden. Dafür brauchen wir das Zahnrad. Okay, aber die Öffnung ist auch noch da. Die Öffnung. Ach, die Öffnung kann man reinstecken, aber das sieht auch irgendwie anders aus. Das wäre so ein Schlüssel in. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Es geht nur um die kleine Öffnung. Es geht nicht darum, dass da ein Es bisschen geht mehr. nicht. Die Stange ist zu dick. Die Stange ist zu dick. Tja, schade. Jetzt eine Angel bauen? Nee. Dann, ach so, Messer. Ach so, unser kleines Messer. Kann man nicht nehmen. So, du willst also jetzt auch nicht mit der Stange es nochmal probieren. Du sollst nicht hier irgendwas festhangeln. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Seil gibt zu sehr nach. Ja, das läuft auf den Angel hinaus, aber warum macht er das nicht hier mit der Stange? Haben wir noch was anderes? Langes, dünnes, was gerne ein Seil hält? Klingt seltsam. Moment, können wir es vielleicht anspitzen? Mit dem Messer? Die Stange? Nee. Okay, will ich gerade nicht. Ich will noch was anderes Dünnes. Na, zum Glück verläuft das sich unten nicht. Okay, das Zahnrad ist wichtig. Ach, Schleifma. Ha, Schleifmaschine. Jetzt hat's geschnackelt. Hier. Wir müssen Ich werde schleifen. versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Ja. Das müsste reichen. Sollte eigentlich ein Funkenflug entstehen, ein bisschen? Also. Just sehen. Ich kenne mich da nicht aus. Muss ich aber warten, wenn Metall angespitzt wird. Das Glück ist keine Hullstange. Es wäre sonst eingespitzt nicht für sinnvoller hier. Na, mal gucken. Damit müsste es besser gehen. Und fupp. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Ach, das meint er. Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser. Jetzt habe ich. Ach, deswegen. Ich dachte immer. Ich dachte, vor uns sind immer so gut. Ein Schlüssel, der halt wirklich so groß ist, von der Form her, so wie Wimmelbildschlüssel so in der Art. Aber es ist einfach nur Hebel rein und nach unten ziehen. Alles klar. Jetzt muss das Rad sich drehen, oder? Let's steig. Hört so gut auf. Oh, der Duft vor allem, wenn der Käden normal Luft ist, ist ja alles auch noch Gase. Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. So, hat den Vorteil gehabt, dass unser Es Zahnrad ist zu jetzt. weit weg. Können wir jetzt. Das geht nicht. Eine primitive Angel. Ah. Sie wird reichen müssen. Ey, das Zahnrad ist aber. Was ist denn das jetzt? Eine Schwebezahnrad zwischendurch gemessen. Egal. Wunderhübsch. Ein bisschen schwebende Animation, aber sonst wunderhübsch. Okay, also speichern wir mal. Man weiß ja nie.
was die guten Entwickler für uns noch vorbereitet haben. Die haben übrigens immer schon diesen Dämonenkopf. Also, Zahnrad. Hat irgendwas mit diesem Podest passiert. Und da hat James das versteckt, hat die Rätsel alle gelöst und dann alle wieder... Es hat geklappt. Der Mechanismus funktioniert. Er ist leer. So. Zwei Möglichkeiten. Einmal, wir gehen nochmal zurück. Ein neuer Ausgang freigeschaltet wurde. Nummer zwei, wir müssen mal zur Pumpe gehen und da irgendwas neu einstellen. Ah, okay. Das ganze Wasser ist in das unterirdische Kanalsystem abgelaufen. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Das Wasser ist weg, aber der Gestank ist geblieben. Hier ist seit ewigen Zeiten niemand mehr gewesen. Es ist bitterkalt hier und die Stille ist unheimlich. Meine Schritte hallen nach. Du stehst. Da ist es Stock. Stockfinster, kein Problem. Okay, doch ein Problem. Das muss James' Truhe sein. Endlich habe ich sie gefunden. Wahrscheinlich hat er sie versteckt, bevor der Raum mit Wasser voll lief. Die war so schwer, dass das... nicht schwamm. Noch ein Schlüssel. James hat nicht gelogen. Cool. Schau mal, drei. Erster, zweiter, dritter. Wie auch immer die Reihenfolge genau ist, aber... So, was gibt's hier noch Feines? Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Können wir irgendwas mal machen schon? Wir haben nicht was zum Auswählen. Ich glaube, das ist ein späteres Rätsel. Kriege Buchstaben angegeben, okay. Hat man vorhin schon gesehen auch, übrigens. Ah, mein Kopf. Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ich ertrage diese unterirdische Luft nicht mehr. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und komme später wieder. Oh, das war's, Kapitel? Okay, wir haben Kapitel 4 geschafft. Interessant. Geständnis der Wahrheit. Aber wenn wir aber im Bett liegen, haben wir eine Vision? Ja. Lecker Schmecker. Dem D'Artagnan-Gedächtnisbart. Wachte auf. Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor zwei Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Sir! Sir, machen Sie auf! Ich muss mit Ihnen sprechen! Warten Sie, Bates, ich bin gleich da. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut, ich werde dorthin fahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir?
Das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm auf. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben. Das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Da hätte ich bessere Gedanken. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. So. Ich würde sagen, da beenden wir erstmal die Aufnahme. Boah, ein Scheißwetter. Haben einiges geschafft. Na, mal schauen, was mit Robert ist. Ob die Leiche auch Robert war. Ich meine, man erkennt über die Gesichter so schon schlecht, ob es jetzt Hermann war oder eher Robert. Schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.